Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Amnesia. Wir haben es beim letzten Mal bis hier runter geschafft. Die Aufnahme ist so lange her, ich weiß gar nicht, wo wir sind. Ich weiß nur, dass wir wieder im Herz der Maschine sind, weil die da oben Rambazamba macht. Mehr weiß ich da auch nicht. Wir haben was in unser Tagebuch. In meinen Träumen spaziere ich mit meinen Kindern. Ich gehe in Tunnel, die noch kein Mensch zuvor betreten hat. Dessen bin ich mir sicher. Jetzt sind es nur noch er und ich. An meinen Ärmeln bildet sich Frost. Die tödliche Stille und die eiskalte Luft sagen mir, dass ich dem Ziel nahe bin. Ich bin ins Gespannt, was da auf mich zukommt. Ganz ehrlich. Ich hatte mich mal ein bisschen schlau gemacht. Und habe gelesen, dass das Spiel gar nicht so lange geht wie The Dark Descent. Was ich ein bisschen schade finde. Ja. Hallo? But why did you take my children? I, Mandus. Of all the blood we have spilled together, the first drops fell from your hands alone. Then I am damned for a filicide. And everything is lost. Alter, der hat seine eigenen Kinder gekillt. Das ist ein bisschen krass. Hallo? Seid ihr jetzt... Was ist das? Hallöchen! Alter! Das ist jetzt aber ein bisschen krass. Schweine allein sind schon krass, aber die dann auch noch mit Strom auszurüsten, ist ein bisschen zu krass. Meint er nicht auch? Oh Gott. Diese Soundkulisse, ey. Aber ich muss sagen, diese Lieder, die da hin und wieder kommen, die gefallen mir. Die geben dem Ganzen noch so ein bisschen Epicness. Dann gehen wir zuerst hier lang. Okay, hier müssen wir scheinbar lang, dann gehe ich zuerst da lang. Was? Hier können wir lang. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst lang gehen soll. Gut, dann gucken wir uns erstmal hier ein bisschen um. Meint er nicht auch? Es nimmt aber auch irgendwie so ein bisschen den Reiz weg, wenn du die Lampe permanent hast. Das muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Es war immer so ein bisschen... So ein kleiner Gänsehaut-Moment, wenn deine Lampe kein Öl mehr hat. Oder du auf den Füllstand deiner Lampe achten musst. Was steht da? Mandus Processing Company. Orgon Verteilertanks. Wartungszugang. Hallöchen. Was ist das? Gefahr. Darf nicht ultravioletter Strahlung ausgesetzt werden. Hält Vitae. Enthält Leben? Ja, mittlerweile bin ich ein bisschen in Latein bewandert. Leben? Das heißt, durch diese Rohre fließt also Leben. Wahrscheinlich das, was sie von den Leuten alles gezapft haben.
Was? Was war das? War hier irgendwie so eine so ein Schwein? Hier gibt's aber keinen Bossfight, oder? Das sieht mir verflucht nach einem Bossfight aus. Hehe. In solchen Momenten, wisst ihr das? Hätte ich am liebsten eine Pumpgun. Hier ist doch was. Sag mir nicht, der Typ sieht mich. Ich kann nicht rennen. Ich da einfach nicht rennen konnte. Habe ich mich verdrückt? Wenigstens sind die Speicherpunkte gut gesetzt. Ich kann hier einfach nicht rennen. Das schaffe ich. Das schaffe ich. Ja. Bannen wir das Böse und so. Okay. Ich weiß nicht, warum ich eben nicht rennen konnte. Vielleicht kann man mit... Doch, kann man wohl. Kann es vielleicht sein, dass wir mit Lampe ein bisschen langsamer laufen? Das würde es nämlich erklären, denke ich mir mal. Was ist das? Elektrogravitische Ausblendung Südturm. Okay, wir hatten einen kleinen Bosskampf. Aber das war jetzt nicht wirklich... der Rede wert. Okay, hier ist zu. Et voilà. Wir gehen weiter. Kommt jetzt nochmal so ein Schwein? Theoretisch müsste er doch gekillt sein. Laboratorium. So, was haben wir da? Südtower. Ja, und damit sind wir auch scheinbar wieder hier. Es sieht zumindest genau, ja, genauso aus wie vorher. Only to save you. Only to spare you. I would have given my soul to spare you this world and its loan. Wie willst du jetzt die Maschine abschalten? Willst du dir... Oh. Die Würfel sind gefallen. Oh, my children. My children. What have I done? What have I become? Na gut, wenn man mal so sieht, hat zwar, was weiß ich, wie viele Menschen auf dem Gewissen, aber er ist einsichtig geworden. Das muss man ihm ja auch mal zugutehalten. Manche Menschen sind ja bis zum Ende nicht einzig. I will put it right, my darlings. All of my wrongs will be righted. All of my sins washed clean. Ja, deine Sünden wirst du nicht mehr los, glaubet mir, mein Freund. Die werden dich verfolgen. Für den Rest deines Lebens.
Vorausgesetzt, wir kommen hier natürlich wieder raus. So, 28. Dezember 1899. Erinnerungen. Sie tauchen wie aufgeblähte Körper im Abschaum der Themse auf. Ich sah sie an, bedeckt mit dem Blut ihrer toten Mutter, kleine Schweinchen, wie sie da schreiend in ihren Windeln lagen. Und sofort war mein Herz voller Liebe und zugleich allumfassenden Hasses, den ich mir niemals hätte vorstellen können. Hat sich meine Seele an diesem Punkt gespalten und ihn geschaffen? Was dies, das Ei meiner Seele, der Moment, in dem die große Uhr zu ticken begann? Der einzige Weg zur Wiedergutmachung ist, uns wieder zu vereinen, mich wieder eins zu machen, den großen Kreis zu schließen und diesen Verrückten abermals in mein Herz zu lassen und ihm zu vergeben, wie mir selbst. I love you, my darlings, and I am sorry. I am sorry for all I have done. I simply loved you all too much for this world. Jetzt muss man sich mal fragen. Ich habe hier jetzt keine Arbeiter gesehen. Und mal unter uns, selbst wenn er Arbeiter gehabt hätte. Wie viel Umsummen hätte das gekostet, sich so tief in die Erde zu graben? Ich meine, hier gab es ja noch keine, was weiß ich, keine dicken, fetten Bagger. Mandus, put aside your misguided crusade and let me save them. You may hate me, Mandus, but I have seen the future, your 20th century, and let me tell you this, a far greater slaughter awaits you there. I seek to save the world by blood now, before millions fall beneath history, pushed under by blade, bullet and gas. Damit meint er wahrscheinlich den Ersten Weltkrieg. Nein, das war falsch. Mendes ist allein. In meinen Zielen suche ich nach Anweisungen, nach Hilfe, nach Rat, aber im Gegenzug verhöhnt mich das System. Einfallspinsel, sagt es. Jetzt musst du deine eigene Antwort finden. Damit meint der liebe Herr den Ersten Weltkrieg. Das heißt, wir haben noch nicht 1914. Das sieht cool aus. Man fühlt sich hier irgendwie so ein kleines bisschen wie in Dead Space, wenn ich ganz ehrlich bin. Die ganze Zeit durch eiserne Korridore. Fühlt man sich so ein bisschen zur Ishimura zurückversetzt. What the? Okay. Was hat der Knecht gemacht? Natürlich. Oh Gott. Alter, lass mich in Ruhe, du Schwein. Leck mich am Arsch. Boah. Also, dass mich dieses Schwein jetzt so penetriert, das will ich nicht. Ist das sein Herz? Bitte, was ist das? Was muss ich hier machen? Voll die epische Szene und ich kann nichts machen. Alter, wie das hier nur ruckelt. Oder was heißt ruckelt? Ah, kriegst du ja.
macht man hier denn? Muss man da die ganze Zeit wie so ein Besoski draufleuchten? Wahrscheinlich nicht. Okay. Gibt's hier irgendwas, was wir tun könnten?